Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aus erster Quelle. Viele Investitionen stehen erneut bei den Wasserwerken Westerzgebirge an. Zwei der großen Baumaßnahmen schauen wir uns genauer an. Dafür geht es nach Waschleite und Langenberg. Das Wasserwerk St. Katharina im Raschauer Ortsteil Langenberg. Seit geraumer Zeit sind hier die Bauhandwerker damit beschäftigt, einen neuen Rheinwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1600 Kubikmeter zu errichten. Die Baumaßnahme kam, weil wir dort einfach dieses Sicherheitsproblem haben. Das heißt, wir benötigen zu speziellen Zeiten ganz spezielle Mengen und hatten bis jetzt einen Zwischenbehälter von 150 Kubikmeter, schaffen wir jetzt neu diese 1600 Kubikmeter. Und das künftig mit zwei Kammern à 800 Kubikmeter. Investiert werden dafür etwa 2,8 Millionen Euro brutto. Zudem spielen erneuerbare Energien künftig eine große Rolle. Dazu soll die Kapazität der bestehenden Photovoltaikanlage verdoppelt und in Zukunft dann gepumpt werden, wenn die Sonne den benötigten Strom dafür liefert. Keine 3 Kilometer entfernt in Waschleite sind die Bagger gerade dabei, eine weitere Baumaßnahme des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge umzusetzen. In mehreren Bauabschnitten werden hier für die abwassertechnische Erschließung von 350 Anwohnern insgesamt 2,2 Millionen Euro investiert. Gebaut wird dafür vor allem im Bereich der Talstraße. Hier wird die Gruppenkläranlage entstehen und gleichzeitig wird der schon bestehende Sammler Mühlberg über die Talstraße, über das Stück, was wir jetzt hier sehen, entsprechend der Gruppenkläranlage angebunden. Ist die Gruppenkläranlage fertig, dann werden wir dort uns weiter nach oben arbeiten Richtung Talstraße. Bis Mitte November dauert hier der erste Bauabschnitt. In Teilen werden die Straßensperrungen aber bereits zuvor wieder aufgehoben. Die gesamte Baumaßnahme in Waschleite wird Ende kommenden Jahres beendet sein. Die Wasserwerke Westerzgebirge erobern die virtuelle Realität. Was das genau bedeutet und wie es funktioniert, konnte eine Schulklasse aus der Region Mitte Juni hautnah auf der Kläranlage in Schwarzenberg erleben. Virtual Reality heißt das Schlagwort. Damit zeigen sich die Wasserwerke Westerzgebirge weiterhin als regionales und innovatives Unternehmen. Dabei können vor allem Kinder den Kreislauf des Wassers völlig neu erleben. Hauptbestandteil ist eine VR-Brille. Diese setzen die Kinder auf und sehen ein 360-Grad-Video. Bewegen sie den Kopf, können sie sich im Film regelrecht umschauen und alles um sich erkennen. Zudem erklärt ein Sprecher das gezeigte Video oder Bild. Die Wasserwerke haben extra dafür entsprechende Filme, Panoramen und Animationen erstellen lassen. Genutzt werden diese für den Schulungsbereich im Wasserwerk St. Katharina in Langenberg und sollen später auch auf der Internetseite der Wasserwerke für jeden abrufbar sein. Diese Möglichkeit eines Rundganges bietet noch weitere Vorteile. Nun können auch Menschen mit einer körperlichen Behinderung die Funktionsweise einer Kläranlage hautnah erleben. Den Kindern hat der virtuelle Rundgang riesig gefallen. Vor allem für die Jüngsten im Erzgebirge gab es am 10. Juni in Schwarzenberg einiges zu erleben. Beim inzwischen zweiten Wasserspaßtag stand im Sonnenbad wieder das nasse Element im Mittelpunkt. Die Wasserwerke Westerzgebirge, Stadtwerke Schwarzenberg und die AWO hatten ein buntes Programm vorbereitet. Im Bad selbst gab es viele lustige Aktionen im und um das Wasser. Viel Spaß machte dabei den Kindern vor allem das Luftmatratzenwettrennen. Wer wollte, konnte beim sogenannten Jesus-Sprint versuchen, quasi auf dem Wasser zu laufen, was allerdings gar nicht so einfach war. Wer vom nassen Element nicht genug bekommen konnte, für den gab es eine Wasser-Cocktailbar der Wasserwerke Westerzgebirge. Vor dem Sonnenbad konnten sich die Kleinen schminken lassen und bei verschiedenen Aktionen ihre Geschicklichkeit beweisen. Ferngesteuerte Modelle wurden bestaunt, auch im Wasser. Eine mehr als gelungene Veranstaltung und eine gute Einstimmung auf die bald beginnenden Sommerferien. Das war es schon wieder von unserer aktuellen Ausgabe von Aus erster Quelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.